Wo ich glaube, ich normal wählen werde. Wenn ich hier ganz kurz drauf gucke. Oh, kein PO aufmachen. Nein, kein PO aufmachen, sagte ich. Wenn wir normal uns an. Wenn wir uns der Normalarena annehmen. Auch hier hätte ich wieder das Team hier mir rausgesucht. Normal. Da können wir nämlich. GG auf jeden Fall. Kann man ja gerne ein paar Mal mehr schreiben, weil es war. War von. Wirklich ein interessantes Match, aber auch wenn die Stahl hier mehr so als Bauernopfer im Endeffekt gedient hat. So. Normal, da können wir gefährlich werden. Elisard und Porygon Z. Könnte mich ein ganz schön ekelhaftes Gestole werden da Umständen. Ja, habe ich die mir vielleicht nicht lieber noch ein bisschen aufsparen sollte, aber ich. Ihr seht schon, ich habe relativ viel mit dem Team momentan geplant. Ich muss halt schauen, dass ich mit Kyurem hier auch mal mit Auto. Kyurem Outrage ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Kapelt als Counter für. So, hier sollte ich mit Hippowdon gut leaden können. Kapels als Counter für Chansey, und zwar als Richtigkarten-Counter. Das ist ein guter Beginn für mich, weil da kann ich gleich mal die Rocks auslegen. Würde ich auch jedem empfehlen, die Rocks zu nehmen. Wenn das kann, dann raus damit. Wenn man die Gelegenheit bekommt, zu kommen, der wächst zu Polk und Z. Das war, ja, ist nicht so schwierig zu predikten. Allerdings das jetzt zu kontern wird relativ schwierig, weil wir halt, wie ihr seht, nichts speziell defensiv nicht so gut aufgeschlossen. Deswegen werde ich hier unter Umständen schon das Ding mal opfern. Eisbeam reicht nicht ganz aus, zum Glück. Erdbeben macht dann seinen Schaden, das ist gut. Es könnte natürlich nochmal ein Eisbeam kommen, deswegen holen wir Volcanion. Auch falls irgendwie ein Specs da so hat, vielleicht braucht man nachher noch gegen, um irgendwas auszustollen, weiß man ja nie. Deswegen hier erstmal, das ist schwierig hier zu sagen. Fire Blaster, Steam Eruption. Ja, Steam Eruption. Das können natürlich zu Elisard wechseln. Und die Türsteherin. Das ist ein bisschen uncool jetzt. Es kommt der Burn schon mal. Und da müssen wir unbedingt noch seinen Counter reinholen. Es wäre natürlich doof, wenn es Donnerwelle hat, aber. Hier Kapels kann unter Umständen dann durch das Team durchgehen wie. Wie sage ich das immer? Wie ein heißes Messer durch Butter. Oder hat noch jemand gejoint und zugeguckt? Wenn das ein Teilnehmer war, das nicht so cool. Ich schenke mir gerade ein Glas Wasser ein. Ich möchte in der Aufnahme nicht mehr aus der Flasche trinken, hatte ich mir vorgenommen. Einfach aus Gründen. Das hätte ich keinen Zapuncher. Das ist natürlich kein. Nicht natürlich, aber das ist kein Zapuncher tatsächlich. Auch wenn hier der Sub mir sehr, sehr helfen wird, natürlich. Sind wir hier die Leech Seeds als nächstes gegen Chansey. Das ist auch gut. Und Seismic Toss, damit wir einfach den Seismic Toss hier gut abfangen können. Und jetzt dann. Ich habe übrigens das Set von Carpet schon revealed, deswegen wundert es mich, dass er das so vergessen hat. So, Softboiled kannst du weitermachen, Chansey. Ich nehme hier den SD zeitweise mal. Um einfach alles im Endeffekt one-hitten zu können. Das wäre natürlich hier mein optimaler Zug, wenn ich im Endeffekt alles one-hitten würde. Dam, ba, dam. Pokémon Black and White hat so coole Musik und auch hier der Remix ist sau cool. Also ich meine, er kann es mir natürlich auch schenken, das ist klar. Jetzt kommt hier Sub auf jeden Fall. Und mit Softball hat er im Prinzip sein Chance jetzt gedoomt, weil es jetzt auf gar keinen Fall mehr. Und er hat im Prinzip sein komplettes Team gedoomt, weil ich jetzt hier im Tempo bekomme. Und das ist natürlich was, womit ich sein komplettes Team outspeeden kann. Ja, Ruckzuckieb könnte noch der eine oder andere haben, aber wir sind ja auch Full Speed, das dürfen wir nie vergessen. Es kommt Low Punny, ist klar, dass so eine Reaction hier bringt an der Stelle, würde ich auch machen. Jetzt versuchen das noch irgendwie doch mit Prios zu retten, aber auf jeden Fall Kapels wird eine dicke Schneise in das Team schlagen, das gefällt mir gut, weil die Normal ist schon so eine schöne Arena, wo man durchaus Angst vorhaben kann. Es fällt natürlich die Attacke, der Tempo kommt durch, weil wir nicht flinchen können. Jetzt versucht das natürlich mit dem nächsten Mogelhieb, das ist klar. Oh, und das sogar. Ach, das macht ultra viel Schaden dank des Crits. Holy shit, Alter. Der Critter könnte tatsächlich noch mehr dann, weil wir jetzt dadurch vielleicht ein weniger rausnehmen können, da Umständen. Aber ich werde hier nicht meine Prio hergeben. Das können wir vergessen, dass er Lego hierher schenkt, finde ich relativ gewagt, wie gesagt. Aber ich werde hier nicht meine Prio herschenken, die brauche ich nachher noch. Das ist immer noch ein Prelumid. Naja, Technik kann es nicht, aber hier Ruckzucki. Wir können schneller sein. Das können wir natürlich testen, wie das gespielt wird. Und wir sind schneller. Das ist sehr, sehr gut, Freunde. Das können wir unter Umständen auch ein Fake-Out wieder überleben. Obwohl es mir das Risiko trotzdem noch nicht wert ist. Ich gehe raus. Ne, oder das noch irgendein Item aktiviert. Nein, es hat nur ein Live-Orb. Das heißt, wenn jetzt
Punchy kommt, dann gehen wir erstmal raus hier auf Tipaudon. Fangen die Attacke ab. Einfach, um dem noch seinen Schaden zu drücken hier. Danach, glaube ich, hole ich dann das Cure mit. Ihr wisst, was ich meine, mit Wutanfall raus. So, das verliert nochmal seinen Schaden hier. Sehr gut. Oder Karpitz erst. Na, Kyurem oder Karpitz? Ist egal, Karpitz, komm. Mach Punch, wenn auf jeden Fall. Er versucht es nochmal was zu retten hier. Das ist relativ unklug, weil die Steinchen draußen sind. Das hat er wohl vergessen. Und jeder Mach Punch reicht trotzdem One-Hit aus. Hier die Steinchen machen das Match dann GG. Jetzt wird nicht mal mehr ein Moglieb reichen, zumal ich immer noch ein Scarf. Obwohl doch, ein Moglieb könnte reichen. Das gehe ich ein, das Risiko. Das, oder er sollte nicht reichen ohne Crit. Macht trotzdem 61% Schaden, verdammt viel dafür. Ja. Sehr souverän, würde ich sagen, die Normal hier. Besser als das Gestall im letzten Part, definitiv. Hier im Prelume, ein Sweep. Oh, der Soundtrack gefällt mir. Das ist auch Black and White, und zwar Ence Castle.